guten Abend. Ich danke mich. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pyramide. Und für die, die vielleicht jetzt im Monat Februar zum ersten Mal dabei sind, etwas Neues haben wir in diesem Jahr. Denn wir haben gesagt, wer 7 Begriffe durchrät, das ist die jeweils höchste Zahl in einem Spiel, der hat die Möglichkeit, 200 Mark extra zu bekommen. Alles andere erkläre ich Ihnen dann im Laufe des Spieles. 2 Zuschauerkandidaten, 2 Prominente. Ich stelle Ihnen zunächst einmal unsere Zuschauer vor, Menschen wie Sie. Und wenn Sie uns mal schreiben möchten, schreiben Sie ganz einfach ans ZDF-Kennwort Pyramide. Vielleicht sind Sie irgendwann dann auch mal dabei. Diesmal aus Hamburg und aus Detmold. Aus Hamburg Frau Preilowski und aus Detmold Herr Dr. Beckmann. Frau Preilowski. Wie eiskalt ist Ihr Händchen? Ja, Gott. Nervös? So ein bisschen, nicht? Ja, ein wenig. So ein bisschen. Sie kommen ja aus Hamburg. Können Sie platt? Beten. Beten, geilert noch. Ja. Wo wohnen Sie in Hamburg denn? In Stelling. In Stelling, bei Hagenbecks Tierpark? Richtig. Wann waren Sie bei Hagenbecks Tierpark das letzte Mal? Letztes Jahr, mit meiner Tochter. Im letzten Jahr? Mhm. Das ist doch gar nicht so lange her. Mhm. Man wohnt oft so dicht und sagt, Menschenskinder, warum ist man nicht öfter da? Ich war neulich in Hellerbrunn, hier in München und in Berlin im Tierpark und in Hamburg auch. Man müsste öfter mal hingehen. Herr Dr. Beckmann. Wo kommt der Doktor her? Doktor der Naturwissenschaften, aber den lassen wir dann jetzt weg, ja? Den streichen wir heute Abend. Ja, wir haben so lange gebraucht, um einen Doktor zu haben, nun lassen Sie ihn einfach weg. Ja, ich habe ja nur einmal gemacht und Sie haben ihn einmal gesagt, das kommt ja aus. Das reicht jetzt. Ja. Sie sind ich bin Direktor. Schulleiter in Detmold. Ja. Schulleiter in Detmold. Ich muss Ihnen sagen, wir bewundern das alle, denn als Schulleiter sich hinstellen und sagen, Mensch, wenn der einen Fehler macht, dann möchte ich mal sehen, was Ihre Schüler sagen. Die würden sagen, so viel Fehler wie wir machen, warum soll der nicht auch mal einen machen? Das ist schön. Das ist schön, dass Sie die Einstellung haben. Sie haben selber sich gar nicht beworben, Herr Dr. Beckmann ohne Doktor. Das war für mich eine tolle Überraschung. Ich bekam eine Einladung und wusste gar nicht, woher. Man glückwünschte mich als Kandidat. Ich hatte keine Ahnung. Meine Frau hatte geschrieben. Und die hat geschrieben, weil sie die Sendung gesehen haben und mitgeraten haben. Ja, eine Sendung. Und das hat so viel Spaß gemacht. Super. Das ist schön. Ja. Ich hoffe, Ihre Gattin drückt die Daumen zu Hause, genauso Ihr Gatte. Töchterchen kann noch nicht mitgucken, ist erst 3,5. Oh, doch, das darf sie. Darf sie heute Abend? Ja. Darf sie heute Abend? Wie heißt die Tochter? Sandra. Grüßen Sie sie. Hallo. Hallo. Gut. Zu Ihnen kommt ein zauberhaftes Wesen. Ich darf Sie bitten, sich einmal umzudrehen. Auf dem Bild ist sie nur halb so schön wie in Wirklichkeit. Eine entzückende stark, Kollegin. Stark würden eine zauberhafte Kollegin. Bitte? Stark würden unsere Schüler sagen. Ein steiler Zahn, nicht? Ja. Ach, Helga Gittong. Ich grüße dich. Helga, ich grüße dich. Sie kennen sie alle von vielen Fernsehsendungen. Sie kennen sie alle per Stimme von RTL. Wir unterhalten uns später noch ein bisschen. Mhm. Darf ich bitten, dort oben Platz zu nehmen? Und zu Ihnen kommt ein Mann, der eigentlich Witze am laufenden Band, der Humor am laufenden Band verkauft. Ich habe ihn noch nie schlecht gelaunt gesehen. Ich hoffe, heute Abend ganz sicher auch nicht. Er wird Ihnen sicherlich sehr zur Seite stehen mit viel Humor und vor allem mit viel Wissen. Heinz Eckner! Hast du schön gemacht. Heinz, du hast abgenommen. Ja. Du hast abgenommen. Ja, du auch. Dankeschön. Ich hoffe, dass du heute Abend an Punkten nicht abnimmst. Oder hast du eine neue Weste? Merkt man das? Ja. Ist gut geschnitten, nicht? Ja. Ja. Lieber Heinz, ich wünsche viel Erfolg. Frau Preilowski wird... Nein, du folgst ihr bitte. Ja. Dort oben auf der Seite. Erröten ihren Spuren, völlig richtig. Geh rüber zu Helga. Wenn ich jetzt zu der Seite gehe, eigentlich völlig verständlich. Wenn man Helga und Heinz sieht, kann man eigentlich nur sofort sagen, Ladies first. Ich gehe zu Helga Gittong. Wir haben jetzt, meine Damen und Herren, 6 Überschriften, jeweils 7 Unterbegriffe. Jede Mannschaft hat 3-mal die Möglichkeit, alle 7 durchzuraten. Dann gibt es 200 Mark pro Runde. Insgesamt wäre es 21 Punkte. Die Mannschaft, die am Schluss am meisten Punkte in der einen Runde hat, bekommt die 500 Mark, die in der ersten Runde zu Buche stehen, die später verdoppelt werden können. Hier sind die Überschriften. Da haben wir Sitzgelegenheiten, Regen, Karneval, Baby, Haustierhaltung und Wärmequellen. Ich wähle. Du wählst. Gut. Ich wähle Sitzgelegenheiten. Die Sitzen. Ich hoffe, dass die gefallen. Die hat Peter Rothe wunderschön machen lassen. Ja. Gemacht, nicht? Unser sehr geschmackvoll. Sehr geschmackvoll. Geschmackvoll. Und gemütlich auch. Mhm. Gut. Schön. Ich hoffe, ihr sitzt gut. Achtung. Noch. Achtung. Fertig. Los. Worauf sitzt man? Am Stuhl. Etwas bequemer auf. Sessel.
Und wenn man sich da hinlegt? Liege, Sofa. Und in der Sonne, worin liegt man? Stopp. Und worin sitzt man in der Sonne? Im Liegestuhl. Sitzen, vor dem Meer. Luftmatratze. Sitzen. Im Strandkorb. Und wenn kein Stuhl mehr da ist... Dann wäre es ein Notsitz. Auf jeden Fall war das Wort liegen erwähnt, daher war das der eine falsche Ton. Regen, Karneval, Baby, Haustiernahrung, Wärmequellen. Herr von Eckner, bitte. Baby, Herr von Eckner. Das Baby, schon, bitte. Ja. Achtung, fertig, los. Das Baby hat eine... Flasche? Nein, die... Windel? Erzeugerin. Mutter? Ja, aber ein freundlicher Namen dafür. Mama? Ja. Und steckt mit den Füßen in... Strampler? Ja, also... Strampelanzug? Ohne Oberteil. Füßchen? Richtig. Und was macht es nass? Windel? Richtig. Und es macht so mit... So ein Ding so... Rassel? Richtig. Hab auch ganz schön gerasselt. 4-4 steht's in der ersten Runde. Weiter jetzt. Was wir am liebsten. Herr... Regen oder Haustier? Beckmann, es fällt mir schwer, bei einem Akademiker den Doktor wegzulassen. Herr Dr. Beckmann, also nicht Herr Beckmann. Nehmen wir den Regen. Den Regen nehmen Sie. Achtung, fertig, los. Der Regen fällt in? In Tropfen. Man benutzt zum Schutz? Ein Regenschirm. Ohne Regen? Schirm. Man tritt in eine Pfütze. Und dann sieht man in Regenbogen. Farben. Und ein kurzer Regen ist nur ein Guss. Nein. Es läuft einem über den Rücken ein Eiskalt. Ja, was? Ein Schauer. Und dann, wenn man mit dem Wagen ausrutscht auf der Autobahn in den Pfützen, dann glitscht man. Dann das Ja. Ja. Und wie nennt man das Glitschen? Aquaplaning. Dann glitscht man. Wir glitschen weiter. Frau Pajdowski. Wir nehmen den Karneval. Karneval. Den Karneval. Mhm. Waren Sie jemals als Hamburgerin zum... Es gibt ja in Hamburg Karnevalsvereine, nicht? Ja. Das wissen Sie. Waren Sie da jemals? Nein. Was sagen die in Hamburg? Hummel, Hummel oder was, nicht? Ja, ja. Wahrscheinlich. Wollen Sie die Antwort hören? Ja, sagen Sie doch mal natürlich. Hummel, Hummel. Muss, muss. Richtig. Ja. So, Karneval hatten wir. Achtung, fertig, los. Ein anderes Wort dafür? Fasching. Ja. Und dieser Tag nach Dienstag? Also Mittwoch. Ja. Und 65 Mainz, oh, Schande. Also? Diese kleinen Papiersachen da. Luftschlangen. Nein, ganz kleine. Konfetti. Ja. Und was man auf dem Hut hat. Was man auf dem Hut hat? Auf dem Kopf hat. Nein, auf dem Kopf. Eine Kappe. Ja, und davor so ein anderes Wort. Prinzenkappe. Nee, für einen Klon ein anderes Wort. Eine Narrenkappe. Ja, die Narrenkappe kam genau. Die Narrenkappe kam genau. Aber ich muss sagen, ich fand natürlich enorm. Mit 65 Mainz 500. Ich habe es anscheinend so oft gesagt, dass ich sofort 65 Mainz sagte. Das kann man gar nicht mehr einzeln sagen. Ne? Herr Dr. Heindl. Kuckuck. Ach, da ist er, da ist er. Herr Dr. Heindl, ich wollte nur fragen, das kam doch noch die Narrenkappe zum Schluss mit, nicht? Das kam ganz genau mit dem Gong. Das geben wir noch. Also käme es eine 8? Ja. Ja. Fantastisch. Ich danke Ihnen. Man muss sie immer erst auffordern, sonst macht er das nicht. Manchmal ganz schön stur. Die Haustierhaltung und Wärmequellen. Helga Guitton wählt bitte. Also, ich nehme die Haustiere. Die Haustiere. Hast du ein Haustier? Nee. Nee? Kein Hund, keine Katze? Nichts. Kein Piepmatz? Mhm. Gar nichts. Achtung, fertig, los. Also, wenn man mit dem Hund rausgeht. Gassi geht. Bisschen populärer Ausdruck. Zweimal. Gassi führen. Zweimal das. Zweimal das erste Wort. Gassi, Gassi. Und was gibt man dem Hund? Zum Knabbern einen? Knochen. Und wohin sagt man Kusch-Kusch? Ins Körbchen. Und draußen hat er einen? Ein Halsband. Ja. Nee. Körbchen draußen einen? Also ein Körbchen ist das nicht. Man merkt, dass du keine Hunde hast. Ein Körbchen ist das nicht. Das ist ein Zwinger. Da ist ein Zaun drumherum. Ja, da hat eine Hundehütte vielleicht drin. Zwinger draußen. Aber ein Körbchen hast du gesagt. Körbchen draußen. Körbchen draußen. Körbchen draußen. Ein ziemlich großes Körbchen gewesen. So, ich wähle die Wärmequellen. Die Wärmequellen. Das ist völlig klar. Achtung, fertig, los. Was steht in der Stube? Heizung. Nee, Elfer. Ofen. Richtig. Und wo schmeißt man Holz rein und dann prasseln Kamin. Die Flammen so. Und was war das erste Wort? Heizung. Ja. Und von oben, wenn die so runterdonnert und man wird braun davon, das ist die... Solarium.
Nee, Sonne. Richtig, ja. Und wenn man draußen sitzt und dann so ein wo man sowas röstet drauf und dran. Nee, Lagerfeuer. Aber das wir haben einen Gleichstand. Wir haben nämlich 12-12. Das heißt, wir müssen eine Stechfrage machen. Ich komme, bevor wir die Pyramide haben, darf ich Sie einmal sehr herzlich bitten, zu mir zu kommen. Darf ich Sie bitte auch sehr herzlich bitten, zu mir zu kommen und sich bitte so hinzustellen, dass Sie wirklich lieb und nett in die Kamera schauen. Und ich stelle mich ein bisschen weiter dahinter. So, und ich sage jetzt etwas, Sie gucken bitte nur nach vorne auf das rote Licht, direkt in die Wohnstube, mitten rein. Und ich sage etwas, und wer als erster sagt, worauf ich hinaus will, der hätte es. 11, Bank, Fortuna Düsseldorf, ohne Mütze, Weißweiler, Europameister, Montevideo, Jupp, Da war er früher. Es kam fast, aber er war mit dem Derweil früher. Aha, es klingelt. Moment, Sekunde. Pyramide noch einmal raus. Es klingelt. Können wir einmal rumfahren? Es klingelt hier vorne bei Herrn Dr. Heindl. Herr Dr. Heindl, Sie hatten geklingelt. Herr Heck, ich weiß nicht, ob Ihre Ohren besser sind als die unseren hier, aber wir haben es gleichzeitig gehört. Ich würde Sie bitten, noch eine Stichfrage zu stellen. Natürlich, aber klar. Machen wir. Machen wir das sofort. Dann machen wir jetzt Folgendes. Die halbe Sendung machen wir damit nicht. Also stellen Sie sich mal so hin. Ich nehme jetzt das Mikrofon hier in der Mitte zwischen. Jetzt geht es vielleicht noch besser. Ich sage Überschrift. Wild West. Cowboy. Wayne. Hollywood. Gary Cooper. Gouverneur. Carter. Regan. Regan. Klar. Regan. So, dann haben wir die Pyramide. Dann hat Ihnen der neue Präsident gleich Geld gebracht. Gleich Geld gebracht. Wo bist du bitte hin jetzt? Erstmal anlegen lassen. Einmal dort hinsetzen. Auf diese Seite bitte. Frau Pralowski, darf ich Sie bitten, dort Platz zu nehmen. Heinz Eckner schnallt sich bitte an. Es geht um Wahrzeichen einer Stadt, die du bitte, lieber Heinz, Frau Pralowski, erklärst, weil alles hinter ihrem Rücken passiert, was du siehst und sie nicht. 60 Sekunden Zeit. Achtung, fertig. Weitersagen gibt es nicht. Achtung, fertig, los. Fußballmannschaft? Hamburg? Nee, ganz am anderen Ende. München? Nein, nicht am anderen Ende der Tabelle. Oh Gott, es gibt doch nichts Leichteres. Was so fürchterlicher Krach jetzt? Im Ruhrgebiet? Duisburg? Nee, da gibt's noch mehr. Da gibt's einen ganz alten Verein. Einen ganz alten Verein. Düsseldorf? Nein, jetzt haben wir bald. Jetzt haben Dortmund. Wir bald. Nee, noch einen weiter. Mach! Du! Fußballmannschaft. Ja. Am Tabellenende. Ja, Blau-Weiß. Blau-Weiß Essen. Nee, das ist Rot-Weiß Essen. Das ist wieder mal ein Blau-Weiß. Farben. Ich kenne doch nicht das Tabellenende. Nee, als HSVer nicht. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist noch eine Mannschaft im Ruhrgebiet. Gelsenkirchen. Ja, ist leider zu Ende. Ja. Ich hoffe, dass es mit der herrlichen Mannschaft, mit dieser ruhmreichen Mannschaft Schalke 04 nicht am Ende ist. Ja. Schalke 04 haben wir gesucht am Anfang. Ja, warum Schalke hat er denn nicht gleich 04. Gelsenkirchen gesagt? Da wäre ich doch auch drauf gekommen. Ja, hat er ja nun nicht. Hat er ja nun nicht. Frau Pralowski, darf ich Sie bitten, dort oben wieder Platz zu nehmen? Heinz, bitte ebenfalls. Jetzt bin ich wieder einmal dort wieder rüber. Ich komme kurz zu Helga. Liebe Helga, Schalke 04 hättest du sofort gewusst. Du, das hätte ich gewusst. Ja, ich bin ich ziemlich sicher. Ja. Du hast ja auch sogar Sportsendungen in Luxemburg gemacht. Habe ich auch mal gemacht, Weiß ich doch. Wir haben eine Menge zusammen gemacht in Luxemburg. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe mal in meinem Fotoalbum nachgeguckt. Das ist gewesen 1964. Mhm. Dieses Bild hier, wir beide in Luxemburg auf dem Place d'Armes war das. Das erinnere ich noch. Das ist der zentrale Platz in Luxemburg, ja. In der Zwischenzeit machst du nicht nur Luxemburg, du hast Schaubude gemacht in Hamburg. Aber eigentlich kommst du vom Tanz. Ich habe als Tänzerin mit einer klassischen Tanzausbildung angefangen, aber nur ganz kurz. Da habe ich mir meine Haxen verstaucht und dann habe ich gedacht, ein bisschen Schauspielunterricht, Gesangsunterricht und Sprechunterricht. Naja, und dann weißt du ja. Da warst du Fernsehansagerin, dann kam RTL, dann kamen viele Fernsehsendungen. Die aktuelle Schaubude in Hamburg haben wir bereits erwähnt. Schöne Grüße an Werner Buttstedt, an Carlo von Thielemann und an Viktoria von Campe. Und wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so zu Hause bist? Du hast einen Sohn. Der ist noch zu Hause? Nee, habe ich eine Trennung hinter mir. Der ist ja jetzt 18 geworden, der hat sein Abitur gemacht und dann ist er nach Paris gegangen. Da studiert er jetzt. Was studiert er?
Architektur. Und bist du jetzt glücklich darüber, dass er so weit weg ist? Nee, nicht? Das ist nicht so weit. Wie oft fährst du jetzt nach Paris und besuchst ihn? Oh, einmal im Monat bin ich da. Wie lange fährst du von Luxemburg? Dreieinhalb Stunden, ja. Denn er kommt ja nicht mehr, ne? Einmal sind sie weg, sage ich dir, dann kommen sie noch das erste Wochenende und dann ist nichts mehr mit der Mutter. Und dann ist Feierabend. Mhm. Hat er eine Freundin? Ja. Ja? Ist Mutter zufrieden mit der Freundin? Ja. Redest du ihm da rein und sagst du, die finde ich nicht so komisch und die ist... Überhaupt nicht. Wir haben da überhaupt nie Probleme. Wir besprechen alles über die intimsten Dinge. Da gibt es gar keine Tabus bei uns. Ich hatte wirklich keine Schwierigkeiten, ich meine, bis jetzt. Bis jetzt. Ja. Wird sich auch dann nicht mehr ergeben, wenn er jetzt 18 ist schon. Nee, hoffentlich. Helga, toi, 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 auch Ihnen, Herr Dr. Beckmann. Ich gehe mal rüber zur anderen Seite. Heinz, nun muss ich mal ganz schnell fragen, bist du eigentlich immer so humorvoll, wie du eigentlich immer wirkst? Was sagt deine Frau, wenn ich diese Frage ihr stellen würde? Dann würdest du eins aufs Auge kriegen von ihr. Wahrscheinlich, weil die nämlich mich gar nicht humorvoll findet. Und das Schönste, was immer ist, die sagt dann, wenn jemand kommt, na, Sie müssen doch morgen schon lachen und so. Und dabei bin ich ein Morgenmuffel, kann ich dir sagen. Das gibt's gar nicht. Das heißt, zu Hause bist du eigentlich ganz anders. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das, was ich mache, macht mir viel Spaß, aber auf der anderen Seite würde ich eigentlich gerne was ganz anderes machen. Viele Schauspieler sind ja eigentlich gerne ernsthafte Schauspieler. Ja, ja, ja. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Es gibt viele Kollegen von mir, die möchten unbedingt gerne mal den Hamlet spielen. Möchtest du nicht? Ich könnte ihn spielen, aber ich frage dich, was da rauskommt, ne? Ja, das ist richtig. So klar. Ich würde mir sehr komisch vorstellen. Ja, auf alle Fälle, denn ich liebe meinen Beruf und ich bin Komiker und bin, wenn man sagt, Komiker mit Leib und Seele, denn es macht mir riesigen Spaß, den Leuten ein bisschen Freude zu machen. Menschen lachen sehen ist das ja, ach, herrlich, das ist doch was Fantastisches. Ich hoffe, dass Sie sich jetzt auch gleich freuen. Ich gehe nämlich da zunächst mal rüber. Und wir fangen hier wieder an. Wir haben die nächsten Überschriften. Wir haben Verabredung, wir haben als nächstes dann Mimik, Olympiade, Früchte, Gewitter und Autobahn. Hm. Was darf es denn sein? Eine Frucht. Eine Frucht. Ja. Welche denn bitte? Achso, das kommt ja gleich. 7 Untertitel wieder. Achtung, fertig, los. Die so eine sehr menschliche Form hat. Banane. Und die so eine Leuchtform hat. Birne. Und die man sich auch über die Ohren hängen Kirschen. Kann. Und die es in klein gibt, aber auch in groß, die Kürbisse, hart ist, die hart ist. Nüsse, und, Kokosnuss. Und die große gelbe. Kürbis oder kleiner. Pampelmuse. Ja, die Pampelmuse war es, die kam auch noch. Die nächsten Überschriften. Heinz Eckner sucht aus. Hier war Autobahn. Autobahn. Wie viele Autobahnkilometer fährst du so im Jahr? Über den Daumen. Oh, ich fahre nicht gerne Auto. Ich fahre lieber mit der Bahn oder ich fliege. Aber Autofahren, da sind mir zu viele unterwegs, die es nicht können. Die so tun, als könnten sie es. Dann hoffe ich, dass du jetzt auf der Autobahn, auf dem Schirm auf jeden Fall, ja, richtig zu Hause bist. Achtung, fertig, los. Wenn man in die Autobahn einbiegt, das ist die Auffahrt. Und was ist da, dass man in der Mitte nicht drüber wegkommt? Mittelstreifen. Und aus Metall? Leitplanken. Und wenn einer auf der verkehrten Seite entgegenkommt? Geisterfahrer. Und wo ärgert man sich dauernd drüber im Sommer? Stau. Ja, und wodurch kommt der? Unfall. Weil die da... Straßenbauarbeiten. Ja, wie heißt die? Autobahnmeister. Nee. Ja, die führt sie aus, die Baustelle. Die Baustelle. Die Baustelle war es, die wir suchten. Herr Beckmann. Drehen Sie einmal den Schirm zu sich rüber. So ist es immer. Dankeschön. Verabredung. Die Verabredung. Achtung, fertig, los. Was bringt man mit? Rosen, Blumen. Allgemein. Und worüber ärgert man sich? Über zu spät kommen. Das heißt? Verspätung. Wo setzt man sich dann hin? Bank. Was für eine, wo? Auf die Parkbank. Und worunter trifft man sich im Allgemeinen? Unter einer Uhr. Welche? Parkuhr. Nein. Warum? Stadtuhr. Gegenteil von kaputt, von außergewöhnlich, ganz... Weiter? Es geht nicht mehr weiter. Eine Normaluhr war gesucht. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie du dich unter einer Parkuhr treffen möchtest. Weil es sicherlich wäre das möglich, aber es ist ein bisschen klein. So, Frau Pajlowski. Was darf es denn sein? Die Olympiade. Die Olympiade. Mhm. Jetzt kommt die Rache. Fertig. Los. Die Olympiade war in? Sowjetunion. Moskau. Und der erste Preis ist? Goldmedaille. Ohne Medaille? Gold. Und was brennt? Die Fackel.
Nein. Die olympische Flamme. Ganz normal, was brennt denn? Feuer. Und dieser irre lange Lauf? Marathon. Ja. Und wo waren die Winterspiele in? Lake Placid. Ja. Oh, weg. Weiter. Es wurde ständig gerufen, nicht? Dieser Behle, der haben dann wir dies, war. Dies weiter, ist das auch ein Punkt? Bitte? Weiter ist das auch ein nee, Punkt? Nee, weiter ist leider kein Punkt. Aber immerhin, es ist 8:8 Gleichstand. Zwei Möglichkeiten sind noch jetzt da. 8:8 steht es zur Zeit. Und wieder frage jetzt an Helga. Helga, was darf es denn sein? Gewitter. Gewitter. Achtung, fertig, los. Tschum. Blitz. Boom. Donner. Und da soll man nicht drunter sein unter dem Baum? Eichen. Eiche. Und wo soll man drunter sein? Buchen. Und der Fotomensch, der hat ein... Blitz. Und dahinter noch was? Ein Blitz? Blitzlicht. Und wenn es ganz viel Krach macht und dann noch hintenher was? Donnert. Und das Hauptwort und hinterher noch was? Ein... Donnerschlag. Nein, Donnerhall. Donnerschlag. Donnerhall. So, es steht jetzt, einmal kurz gucken, 13:5. Oh, 13:5. Das heißt, 5 Punkte. 5 Punkte bis zum Gleichstand, 6 Punkte bis zum Sieg, 7 Punkte nicht nur zum Sieg, sondern 200 Mark noch extra. Wir wollen erstmal die anderen zittern lassen da vorne, nicht? Achtung, bitte? Wir wollen erstmal da vorne die anderen zittern lassen jetzt. Das, wir bleiben hier. Zittern mal schön. Sicher. Achtung, fertig, los. Was ist das? Lachen. Ja. Und was ist das? Grinsen. Nee. Lächeln. Ja. Und was ist das? Denken. Ein anderes Wort für? Nachdenken. Weiter. Und was bin ich gerade gewesen, weil Sie es nicht gewusst haben? Wütend. Ja. Und was bin ich, wenn wir verlieren? Traurig. Und was bin ich, wenn ich jetzt rüberkomme und Küsse glücklich gebe? Nein! Punkte für Frau Kreilowski und Heinz Eckner und 13 Punkte für Helga Nitong und für Herrn Beckmann. 1 Punkt weniger, aber der eine Punkt ist ja entscheidend. Ich habe am Anfang gesagt, der am meisten Punkte hat, kommt in die Pyramide, kann verdoppeln. 1000 Mark, ich gratuliere, haben Sie. Jetzt können Sie gleich auf 2000 Mark kommen. Helga, ich darf dich bitten, dort drüben Platz zu nehmen, anzuschnallen. Ich darf Sie bitten, dort Platz zu nehmen. Lieber Herr Dr. Beckmann. Ach so, ohne Doktor. Ohne. Ich lasse es ohne Doktor. Oder Doktor. Beckmännchen. Sehen Sie, das ist die Geschichte mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand. Mit Vorname ist Frieda. Ach ja, das können wir vielleicht nach der Sendung dann machen. Weil alle Schüler möchten mit mir tauschen da, nicht? Stellen vor, die kommen alle, hallo Friedhelm. Guten Morgen. Neu. So, also, Scherz beiseite jetzt. Es geht um übersetzte Dinge, über Symboltiere haben wir jetzt die nächste Runde. Also beispielsweise... Beispielsweise ein Kredithai, nicht? Ist ein Tier, ist ein Symboltier, ein Kredithai. Ein Mensch, der Wucherzinsen nimmt, wäre eine Übersetzung eines Tieres. Von diesen Dingen kommen da mehrere. Salonlöwe beispielsweise, von mir aus auch das. Ich merke, Sie haben alles verstanden, ich muss nichts mehr sagen. Ich sage nur noch, wir haben 60 Sekunden Zeit. Helga erklärt, schnallt sich bitte an. Ich muss nämlich erklären, ne? Natürlich, ja. Das ist es. Du musst erklären. Habt ihr es nicht erklärt? Du musst erklären. Ja. Der Salonlöwe kommt bestimmt einkriegen. Du musst erklären. Und Herr Dr. Beckmann rät, hinter Ihrem Kopf passiert jetzt etwas. Das ist das, was die Schüler auch immer so gerne möchten, dass hinter Ihrem Kopf was passiert, ja, was Sie nicht merken. Achtung, fertig. Ein Weitersagen gibt es nicht. Ich sage es nochmal ganz deutlich, man kann nicht mehr weitersagen wie in den anderen Runden. Es muss durchgeraten werden, von unten links bis oben zur Spitze. Achtung, fertig, los. Ein Konkurslöwe. Also jemand macht Konkurs, dann erlebt er eine... Pleite, eine Riesenpleite. Pleitegeier. Weißer Kater. Das erste ist das Gegenteil von ja, weiß. Schwarze. Und Kater und dann weiblich. Schwarze Katze. Und Gegenteil ist Hölle. Himmel. Nee, ja. Nee, Krieg. Frieden. Krieg. Friedenstaube. Sehr gut. Und dann, im Parlament immer ist, das Tier im Parlament oder auf dem 5-Mark-Stück. Ach ja, der Adler, der Bundesadler. Mhm. Und dann der
Der Büro... Hengst? Hengst. Ich sag doch was anderes. Der Büro Hengst. Na? Ist leider zu Ende. Leider zu Ende. Darum ging es nicht an. Es ist leider zu Ende. Ich war auch so gefesselt. Der Amtsschimmel wieherte gerade. Aber ich muss Ihnen sagen, ich fand eben enorm, wie Helga die Tongnoten verteilt bei Ihnen. Nicht gut. Gut, hat sie gesagt. Zwei. Ausgezeichnet. So, wir haben also 1.000 Mark, 1.300, 1.500 Mark für Sie, Herr Dr. Beckmann. Heinz. Das ist ein Sauwetter gewesen, nicht? Bei dem Sauwetter noch singen, hör mal. Das ist ja sag mal, Heinz, es gibt eine neue Sendung im ZDF demnächst, ab April. Ab du bist 22. auch nass geworden, verzeihen bitte. Ach, hör mal, ich bin früher viel mehr nass geworden. Ja. Da habe ich das nämlich voll gekriegt, nicht so wie du. Grüß Rudi schön, wenn du ihn siehst, ja? Was meinst du jetzt, wann ist das? 22. April ist die erste Sendung und die heißt Ein Wort aus Musik. Aha. Das ist eine Quiz-Sendung im Vorabendprogramm und Regie hat Hans Rosenthal. Ja, prima. Dann grüßen wir uns nächstes Mal schön. Ja, viel Spaß bei... Ein Wort aus Musik. Wir haben jetzt mehrere Worte dort, Annehmlichkeiten. Also wenn er vorhin frech sagte, dann meinte er frech und nicht, dann wäre sie glücklich, wenn sie das was ist. Annehmlichkeiten, Zahlen, Wilder Westen, Ball, Mitte und Mann. Wer kommt dran, ich? Ja. Da nehme ich doch Mann, das ist doch klar. Mann. Na. Dazu muss ich sagen, alles, was jetzt passiert, ist in einem Zusammenhang mit dem Wort Mann zu sehen. Das nur zur Erklärung. 30 Sekunden, 7 Begriffe. Achtung, fertig, los. Es geht um 1500 Mark, nicht? Eine Stadt. Mannheim. Ein Model. Dressman. Weiblich. Ja. Manneke. Und der Junge steht in Brüssel und... Manneken Piss. Ja. Und so ein ganzer... ja. Nochmal. Die mit dem Hüse, Gotthilf Fischer mit seinen... Fischerchör. Nein, ein Männerchor. Es ging ja um Mann, da habe ich extra gesagt. Um Mann. In der letzten Runde ist natürlich ein bisschen schwer. Es geht auch um 1500 Mark. Das noch einmal gesagt. Jeweils 3x7 Worte zu erraten. Nächste Möglichkeit für Helga Guiton. Zahlen. Zahlen. Alles mit Zahlen. Zahlen. Achtung, fertig, los. Boah, der hatte sie im Kopf. Wissenschaftler. Einstein. Ein Auto und man hat noch eins und das ist ein? Zweisitzer. Nee. Man hat ein Auto. Zweitwagen. Ein Fest am 6. Januar. Das sind die? Religion. Heiligen Drei Könige. Oh, verdammt. Das ist ein... Ein Vierwaldstätter See. Ja. Ist es. Aber in dem bist du reingefallen. Ich habe gesagt, du musst nur auf Fühler kommen jetzt. Nicht? So, Frau Pajlowski. Ja, was denn? Da bin ich, weiß ich ja nicht mehr. Was dann nehmen wir da? Den Wilden Westen. Den Wilden Westen. Mhm. Achtung, fertig, los. Ja, wer macht? Hm? Indian. Und wie nennt man die noch? Nee, wie nennt man uns denn? Ganz fahl hier im Ding. Weiße Mann. Nee, hier, wie, was ist das mein? Bleichgesicht. Und die Frau vom Indianer ist die? Squaw. Und komme meinen? Wigwam. Und die Tiere sind die? Büffel. Und lass uns das Dings begraben? Kriegsbeil. Und das Getränk heißt? Feuerwasser. Feuerwasser. So, ich schaue mal auf die Punkte. 9:3 steht es. 9:3 haben wir noch alles drin. Denn drei Möglichkeiten sind noch da. Nächste Möglichkeit, Herr Beckmann, drehen Sie den Schirm einmal netterweise und sagen Sie, was Sie haben möchten. Ball. Den Ball. Auch da ist immer das Wort Ball drin. Achtung, fertig, los. Die Tanzgruppe. Hm? Die Tanzgruppe, waren Sie selbst drin? Ballett. Man fliegt drin durch die Luft. Ballon. Eine Zusammenfassung, eine starke Zusammenfassung. Ball. Wenn sich etwas häuft. Verballt, nein. Weiter. Das in Fußball ist ein... Ja. Lasten, die man zusätzlich reinwirft in Schiff. Fußball ist ein Beispiel. Fußball, haben Sie gesagt, war das Wort Ball drin, klar. Nicht? Annehmlichkeiten Mitte und es wählt bitte... Ach, jetzt komme ich? Ja. Ich nehme die Annehmlichkeiten. Natürlich. Die Annehmlichkeiten, das ist völlig klar, verständlich. Annehmlichkeiten, leg dich ruhig zurück. Fühl dich wie zu Hause. Achtung, fertig, los. Man steht unter einer...
Brause. Ja, anderes Wort. Dusche. Ja, und die ist nicht warm. Kalte Dusche. Ja. Und wenn ich einen, was knurrt hier so und Magen, so. Magen, der Magen knurrt. Und habe ich Hunger? Trinke ich was drauf? Auf den, das Wort erste war richtig schon. Was trinke ich da drauf? Welches Wort war richtig? Magen war richtig. Magen bitte. Ja. Und was habe ich am liebsten, wenn ich dann in Urlaub fahren kann und wegfahren kann? Das sind, haben die Kinder in der Schule auch? Das sind Ferien. Das sind Ferien. 6 Punkte bis zum Gleichstand, 7 Punkte bis zum Sieg und 200 Mark dazu. Das ist aber viel, 1500 Mark, letzte Runde. Es bleibt nur noch die Mitte. Auch da ist die Mitte drin. In dem Wort jeweils. Achtung, fertig, los. Wenn es dunkel ist. Mitternacht. Hinten ist Forst und vorne ist unser Wort. Mittenwald. Und man steht gerne im? Mittelpunkt. Und man kommt aus dem? Man kommt so aus dem, man ist nicht High Society. Also Mittelstand. Und man macht eine? Mittel. Eine Mitteilung macht man. 9 Punkte für Helga Guitton und für Herrn Beckmann und 11 Punkte für Frau Preilowski. Damit, Frau Preilowski, 1500 Mark und die 500 sind schon 2000 und gleich müssen wir noch 500 kriegen. Jetzt strahlt sie. Darf ich Sie denn bitten, folgen Sie denn dem Heinz Eckner und nehmen Sie netterweise dort Platz, Heinz Eckner auf der gegenüberliegenden Seite Platz. Sie hat eben so gestrahlt, sie hat mir heute Nachmittag bei der Probe gesagt, wie wir uns einmal kurz gesehen haben, damit wir gesagt haben, da sitzen Sie und da sitzen Sie, da hat sie gesagt, mein Mann hat gesagt, gucke bitte nicht so griesgrämig, gucke bitte lieb. Eben hat sie so lieb geguckt. Herr Preilowski zufrieden? Was? Die strahlt, nicht? Die strahlt. Bisschen hat die zu mir geguckt, so lieb. Das hätte sie natürlich nicht sagen dürfen. Das müssen Sie zu Hause erklären natürlich, nicht? Frau Preilowski, es geht um Dinge, die wir bei der letzten Sendung auch hatten, um Volkslieder. Und falls Sie die letzte Sendung gesehen haben sollten, dann wissen Sie, der Thomas Gottschalk hatte bei Hänschen Klein eine kleine Hemmschränke, denn er hat gesagt, ein kleiner Junge. Und bei Kleiner war natürlich schon vorbei, bei Hänschen Klein. Nicht mal das darf man erwähnen. So etwas Ähnliches kommt heute Abend auch wieder. Ich habe Ihnen nur gesagt, wie man es nicht machen sollte. Denn dann wäre die Pyramide an dem Punkt erloschen. Aber das ist ja nicht Ihre Schuld, sondern es wäre ja seine Schuld. Dann küssen wir zum Schluss nicht mehr. Also, Volkslieder umschreiben, nicht singen, nicht pfeifen, sondern umschreiben das, was dort steht. 60 Sekunden, Achtung. Fertig. Los. Gegenteil von Weiblein? Männlein? Ein Männlein steht im Walde. Er malt in einem großen Gebäude Mehl. Das Wandern ist das Müllers Lust. Was hat unser Bundespräsident gesungen? Scheel? Hoch auf dem gelben Wagen. Und was will von drinnen raus? Gegenteil. Was kommt von draußen rein? Und das Ding, was nass ist und auch da, da steht, wo man Wasser rausholt. Am Brunnen vor dem Tore? Ja. Und im Schwarzwald gibt es die Uhren. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Ja! Das gibt's gar nicht. Danke, hier rüber bitten. So, dann waren das ja die 3000 und dazu kommen die 500. Wir kommen jetzt gleich bitte hier rüber, denn wir wären ja am Schluss der heutigen Sendung. Dann haben Sie 3500 und da drüben sind 5. War unheimlich. Diese Umschreibung, wie kommt der jetzt jemals darauf? Da wird gemalt. Das Korn und dann war er bei. Ungeheuer. Lass mal sehen. Heinz, ich bewundere dich. Oh, danke. Ich gratuliere. Nein, die Blumen waren auch nicht für dich gedacht. Ich gratuliere sehr herzlich. Ich gratuliere ebenfalls sehr herzlich. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich sage Ihnen herzlichen Glückwunsch. Ich habe natürlich auch noch Blumen für die beiden Damen von der Gumba Dancemen, vom Oliver. Herzlichen Dank, Joy. Herzlichen Dank, Sophita. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. Schönen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen. Ich komme bitte in die Mitte. Schönen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Das war ja ein schönes Bild.